Herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Quantum Conundrum. Ich bin's Mundo und wir befinden uns in Part 16. Und wir sind mittendrin im dritten Flügel, und zwar dem roten Flügel. Und wir sind in der Mission einmal volltanken bitte. Wir haben genau hier letztes Mal aufgehört, das Let's Play aufgehört, und ja, wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben die Fluffy Dimension in der die Laser ausgehen. Gut, schön zu wissen. Hey, remember those electro vacuum trap? Yes, well, they still do the same thing. Okay. Da hinten sind zwei Plattformen, wofür brauche ich die? Egal. Gib mir, was du hast. Okay, ja gut, es ist jetzt ziemlich klar, was ich hier zu tun habe. Nicht schlecht. Machen wir es mal ein bisschen so gerade. Touchdown! Nice hang time. That's good enough. Und wir haben es geschafft, Leute. Das war mal ein Home Run hier. Ein Treffer nach dem anderen. Ganz locker durchgehauen. This area of the manor is rather fantastic, isn't it? There is nothing like good old-fashioned human ingenuity and determination to get the job done. That and robots. Eine etwas andere Sushi-Bar? Okay, wahrscheinlich kriegen wir Tresore und Kartons entgegengeschickt. Ja, ist so, ja. Hab's nicht gesagt, Leute. Diese bösen Laser machen mein Sushi kaputt. Das ist aber mein Sushi. Das ist mein Sushi. Verkackt, Leute, verkackt. Oh, Beyblade hier, jawollo! So muss das aussehen, Mit noch weniger Erfolg sind wir diesmal vorangegangen. Okay, so. Swing. Das will nicht so ganz, Vielleicht sollte ich die Zeit wieder, wie vorhin, wieder ausmachen. Oh, wie dem. Ah, gar nicht mal so schlecht, das war besser als früher. Huhu! So, und jetzt? Ah. Boah, das war so gut, dass die ganze Fläche ist, ist das Ziel gewesen. Und hier haben wir wieder zwei Förderbänder an der Decke. So, lasers. I once knew someone who retrofitted a laser pointer to achieve a focal point of less than 1/1000th of an inch. I must say it was rather impressive and certainly sliced through several materials, including his own toes like a hot knife through butter. Jetzt kommen wir auf die Leute. Jetzt haben wir gesehen, was uns gleich... Schade. Hätte ich gerne gemacht. Oder? Brauchen Sie was? Ja, lassen Sie. Nice. Jetzt schmettern wir hier unseren Tresor wieder durch. Hey, du Sau, was machst du uns falsch? Ach so. Ja gut, das, der Tresor war schuld. Was soll ich denn jetzt so machen? Ich will neuen. Bleibt kein Schwung mehr. Das sollten wir lassen. Das wird eher nur in Frustmomenten enden. Scheiße. Der Knopf ist kaputt.
Ach so, gut, so können wir auch neu Schwung holen. Lassen ihn wieder neu anrollen. Tja, na ja, gut. Hoffentlich kriegen wir jetzt einen neuen Tresor. Ja, da bekommen wir einen neuen von Dolly. Dolly ist liebenswert. Die gibt uns sogar einen neuen Tresor. Well done. Ha! Yes. Nee, oder? Leute, das war knapp arschhaft und ich hätte ein Tresor kaputt gelegt. Was ist denn jetzt los? Also, hier geht's weiter. Und wir bekommen die Fluffy Dimension. Ja, so kriegt man das Glas nicht kaputt. Ja, okay, gut. Das sollte ich lassen. Surprise! Ich trage dich doch nicht. So. Und wir haben es geschafft, Leute. There are an excessive number of flooded areas. Wieder so ein Riesenrohr, also die Zwischengänge kommen mir irgendwie neuerdings ein bisschen bekannt vor. Das ist gerade so ein Déjà-vu-Moment. Diesen Raum sind wir schon mal durchgegangen, glaube ich. Nichtsdestotrotz sieht er ganz gut aus. Nur wir kennen ihn schon, ne? Oh, and I wouldn't recommend having a drink. Fehlt nur noch, dass die Rätsel wiederholt werden, aber ich glaube, das wird uns nicht passieren. Auf jeden Fall bin ich eher gespannt, was jetzt für ein Rätsel auf uns lauert. Was der verrückte Professor wieder angestellt hat, was wir wieder ausbaden müssen, wo wir wieder durchkämpfen müssen und es ist wieder ein gigantisches Matschbad von diesem gelben Zeug, wo ich nicht weiß, was es ist. Ah, erstmal ein bisschen schneller. So. Hof. Well, at least we can say you're getting closer to the last generator. Das waren die Laufbände des Todes. Hat sich Ike dran abgenommen. Heads up! Nee. Ich bin einfach zu gut. So. Will nicht auf die Federbänder. Der Tresor hat mich verraten, Leute. Er hat mich verraten. Nee, ganz doof. Ja, was hat geklappt, Leute? Das hat geklappt. Mal wieder so ein paar Jump und es geschafft. Und da kommt ein weiteres. Ja. Ist okay. Give it to me, Dolly. Nein. Meins. The electrical converter should be up there. Nee. Think of this like telling a good joke. Nicht cool, gar nicht cool. Die Tür geht einfach gar nicht auf, also müssen wir wahrscheinlich da mit hoch. Timing is everything. Nee, jetzt die Tür offen. Das war's auch.
So, soll die Zeit vielleicht mal wieder normal machen. Ach so, so war das gemacht. Ja gut. Haben wir es geschafft. Ich habe gerade durch den oberen Schalter die erste Tür aufgemacht, bin dann reingegangen und hab dann die Zeit wieder ausgeschaltet und bin dann dadurch hab dadurch die zweite Tür geöffnet. Deswegen ging die zweite Tür gerade auf. So war das. Okay, gut. Gut, es hätte mich jetzt echt gewundert, wenn das anders gewesen wäre. Dann wäre ich froh gewesen, schon fast. Was soll das? Was soll das? Ist das erlaubt? Das war mein Tresor. Jetzt hast du alles kaputt gemacht, du. Mensch, ist ja wie bei der Sushi-Bar, ey. Was soll das? Was mache ich hier eigentlich? Das sind nicht nur keine Tresore mehr. Hier, sag mal, lass doch die Tresore irgendwo. So, da kommt ein neuer. Und der Laune macht einfach alles kaputt. Alles, was die hier so schön transportieren. So, mein Botsklave, schick mir den Tresor. Verdammt. Ja, das war nichts. Ja, nur die Geduld, der Laser hat da gerade seine Kumpanen mal ordentlich ab. Die haben anscheinend nicht genug gearbeitet. Aber es kann uns auch groß egal sein und jetzt. Verdammt! Das kann nicht wahr sein. Was lasert denn der hier so rum, wenn ich das denn noch nicht trifft? Ich habe ihm gar nichts getan, ey. Wenn man sowas von gar nichts hält. Ich schwöre. So. Es kommt ein Tresor. Sag du, ey, das kann doch nicht. Oh nein. Komm her. Schnie. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Witz. Ja, Laser mal alles kaputt, ey. Das kostet ja nichts. Was ich mich gerade frage, mache ich das richtig? Oder übersehe ich hier gerade was? Natürlich hat es nicht gereicht. Das ist ja auch klar, ansonsten wäre ich ja nicht. Du bist so ein Sacktresor, du bist so ein mieser, böser Sacktresor. Gott, ey. Also noch ein bisschen länger muss ich warten. Also anscheinend. Entweder bin ich zu ungeduldig, oder das ist wirklich so auch nur auf einem Punkt machbar. Oh, was geht mit dem Laser ab? Irgendwie hat er ihn kaputt gemacht, oder? Was kommt davon? Die ganze Zeit fährst du vor und zurück und laserst hier rum und jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Gott, das sieht knackig aus. So, konzentrieren wir uns wieder auf unseren Tresor. Darf nicht gegen die Kante knallen? Und er ist gegen die Kante geknallt, was mich langsam zum Austicken lässt. Und das ist echt einfach lächerlich. Die Mission stinkt. So, gehen wir weiter. Der Laser zieht hier wieder einen ab. Ja, das kann ja nicht alles sein. Also, entweder. Ich weiß ja auch nicht. Gemein. Ha! Already to the Bot-Bot Maintenance Bay, I see. How fortunate.
Ja, also wenn das wirklich wieder so der Fall ist, dass der Tresor wirklich oben auf den Schalter soll, also auch so, wie ich es die ganze Zeit probiere, einfach nur müllig, aber so, oh nein. Oh nein. Oh, oh nein, 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 nein. Vielleicht soll der ja erst auf die Plattform. Wird ja Sinn machen. Was ist, wenn er so halb auf den Button immer kommt? Scheiße, Leute. Da war der Moment wieder, wo er zugeschlagen hat. I know I've programmed them to only consider certain tasks, but sometimes I get the odd suspicion that they've developed further processing capabilities. Dusche. Also, jetzt muss der Tresor von der einen Seite auf die andere Seite transportiert werden. Ich stelle mich auch wirklich mal mit drauf. Weil ich habe jetzt noch nicht in den Gang reingeguckt, aber es könnte sein, dass der... Ja genau, da muss ich nämlich auch wieder weiter hoch. Und da ist auch so eine Plattform. Das muss ich jetzt diesmal zweimal hinkriegen, was ich vorhin nur einmal... was ich einmal nicht mehr hinbekommen habe. Also sie fliegen langsam und geschmeidig hoch und plump wie ein Stein runter. Langsam und geschmeidig hoch. Und ich hänge an der Decke. Müssen wir noch ein bisschen perfektionieren. Kriege ich aber noch. Kriege ich bestimmt noch hin. Also, in die Luft. Runter. Oh, oh. Ah, wir haben's. Wir haben's. Jetzt müssen wir nur noch da hoch. Mir kraut's. Mir kraut's. Ali. Hopp. Idee. Jawohl. On to the next room. So, und da haben wir es geschafft. Und wir sind auch leider schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich 5000 Mal daneben gesprungen bin. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, euer Mundo.